In diesem 12. Video zur Systemphysik geht es um den Begriff Widerstand oder auch um den Begriff Leitwert. Wenn wir ein Leitstück nehmen, durch den ein Strom einer Menge fließt, dann können wir sagen, die Potentialdifferenz zwischen Ein- und Ausgang des Leitstücks ist eine Funktion der Stärke des durchfließenden Mengenstroms. Oder umgekehrt, die Stärke des durchfließenden Mengenstroms ist dann eine Funktion der gemessenen Potentialdifferenz. Im linearen Fall können wir dann einen Widerstand einführen oder einen Leitwert. Das gilt natürlich nur im linearen Fall. Dann die Prozessleistung ist Höhenunterschied mal Mengenstrom oder eben Potentialdifferenz mal Mengenstrom. Und wenn wir jetzt hier die Potentialdifferenz mit der ersten Widerstandsgleichung ersetzen, bekommen wir die Prozessleistung ist Widerstand mal Mengenstrom Stärke im Quadrat. Umgekehrt können wir natürlich die Leistungsformel nehmen und den Mengenstrom ersetzen über das Leitwertgesetz. Und dann bekommen wir die Prozessleistung ist Leitwert mal Potentialdifferenz im Quadrat. Natürlich können wir auch hier übers Kreuz einsetzen. Das spielt an und für sich keine Rolle. Schauen wir uns die fünf Mengen noch einmal an. Volumen, Ladung, Impuls, Drehimpuls und Entropie, wobei wir beim Impuls und beim Drehimpuls nur die X-Komponente nehmen. Die zugehörigen Potenziale sind Druck, elektrisches Potenzial, Geschwindigkeit, Winkelgeschwindigkeit und absolute Temperatur. Schauen wir uns nun die Gesetzmäßigkeiten in diesen Gebieten an, dann haben wir hier das laminare Druckgesetz, also bei Laminarströmung, da können wir einen Strömungswiderstand einführen und dann können wir natürlich die Prozessleistung kombinieren mit dem Widerstandsgesetz. Im Elektrischen ist häufig U gleich R mal I im Gebrauch, also das Widerstandsgesetz, aber man könnte hier auch das Leitwertgesetz, also I gleich Leitwert mal Spannung nehmen. Hier gibt es natürlich eine analoge Prozessleistungsformel. In der Mechanik, da gibt es näherungsweise lineare Stoßdämpfer. Da nimmt man dann eine Dämpferkonstante mal die Geschwindigkeitsdifferenz im Quadrat. Das gibt den durchfließenden oder die Stärke des durchfließenden Impulsstromes. Diese Stärke nennt man dann auch Kraft. Also hier verwenden wir eigentlich die zweite Formulierung. Dann das zugehörige Prozessleistungsgesetz ist Geschwindigkeitsdifferenz mal Stärke des durchfließenden Impulsstromes gibt die Leistung, die umgesetzt wird in Watt. In der Rotation haben wir dann einfach einen rotativen Dämpfer oder eine rotative Dämpferkonstante mal die Differenz der Winkelgeschwindigkeiten an beiden Enden des Leitungsstücks, das gibt den durchfließenden Drehimpulsstrom oder eben das Drehmoment. Da die zugehörige Prozessleistungsformel. Ein so ein lineares Gesetz lässt sich zum Beispiel auch mit einer Wirbelstrombremse realisieren. In der Wärmelehre nimmt man dann nicht die Entropie, sondern weil es einfacher ist, den Energiestrom ist gleich Leitwert mal Temperaturdifferenz. Darauf komme ich noch schnell zurück. Gehen wir schnell in die Hydrodynamik. Da haben wir also die Druckdifferenz ist eine Funktion des Volumenstromes. Im einfachsten Fall ist es ja ein proportionaler Zusammenhang, wie ich vorher gezeigt habe, aber das gilt nur bei Laminarströmung. Schauen wir uns das allgemein an. Ich habe hier so eine Grafik gefunden. Da ist der Druckabfall und da ist der Fluss oder eben die Volumenstromstärke. Die Einheiten sind ein bisschen exotisch oder eben amerikanisch, also Pound per Square Inch und da sind Gallonen per Minute als Flussgröße oder als Volumenstromstärke. Und man sieht hier sehr schön diese Parabeln. Das heißt, wir haben näherungsweise ein quadratisches Gesetz. Wenn man Öl nimmt, ich habe hier eine andere Grafik gefunden mit den gleichen Einheiten, auch aus dem angelsächsischen Bereich, da hat man ganz verschiedene Funktionen, und zwar
je nach Viskosität der Flüssigkeit und natürlich auch je nach Rohrquerschnitt. Diese Viskositätsangabe ist mir selber auch nicht bekannt gewesen, auch wieder so ein angelsächsisches Konstrukt. Die Systemphysik ermöglicht eben diese generalisierte Sicht auf dynamische Systeme. Hier am Beispiel der Hydrodynamik gezeigt. Und wenn man sich überlegt, wer braucht eigentlich all diese Zusammenhänge, da sind das Ingenieure und auch Ärzte, die eigentlich eher über solche Dinge nachdenken sollten als über den schiefen Wurf und die schiefe Ebene. Gehen wir noch schnell in die Thermodynamik. Wie gesagt, hier nimmt man oft das energetische Gesetz, weil es einfacher ist, aber die Grundlage ist dieselbe. Ich habe hier eine Grafik von einer Wärmeleitung. Da geht das ein Energiestrom durch und es geht ein Entropiestrom durch. Aber der Entropiestrom nimmt zu, weil während der Wärmeleitung wird eben noch Entropie produziert. Und das schauen wir uns jetzt schnell an. Wir haben nämlich die Entropiestromstärke am Ausgang, ist die Entropiestromstärke am Eingang plus die Produktionsrate. Nun, die Entropieproduktionsrate ist immer die dissipierte Prozessleistung durch die Temperatur des Zielgebietes, also hier T2. Diese Formel gilt auch im elektrischen, im mechanischen, im hydraulischen, ist allgemein gültig und die gilt eben auch im thermischen. Dann können wir die Prozessleistung hier noch ersetzen durch Temperaturdifferenz mal Entropiestromstärke und da sind wir wieder bei der allgemeinen Formulierung von vorher, die gilt für alle Gebiete. Das heißt, man kann eben die Wärmeleitung ersetzen durch eine ideale Wärmekraftmaschine und dann würde genau diese Leistung freigesetzt. Man nimmt dann aber immer den Entropiestrom am Eingang. So, jetzt setzen wir das zusammen, also die dissipierte Leistung hier hinein, die Produktionsrate in die Entropiebilanz und dann bekommen wir diese Formel. Also das ist klar, das setzen wir da ein und das Ganze dann da. Das gibt diesen Ausdruck. Jetzt müssen wir hier mit T2 multiplizieren, dann sehen wir hier, dass zwei Summanden wegfallen und wir bekommen diese einfache Aussage, dass der Energiestrom, nämlich Temperatur mal Entropiestromstärke, ist der Energiestrom am Ausgang gleich stark ist wie am Eingang. Das heißt, die Wärmeleitung ist schon einfach zu beschreiben, aber wenn man sie wirklich begreifen will, muss man trotzdem auf die Entropie gehen. Und ich denke, das ist eine der großen Stärken oder praktisch die größte Stärke der Systemphysik, dass sie solche Zusammenhänge, die fundamental sind für das Verständnis der Natur und technischen Prozesse, so einfach zu vermitteln vermag.